So, und damit begrüße ich euch jetzt zu einer neuen Folge Dead Space. Ich spiele das Ganze natürlich wie immer blind. Und ehrlich gestanden, das ist auch mein erstes richtiges Story-basierendes Spiel auf dem PC. Also ich habe hier so gut wie gar keine Ahnung, was zu tun ist. Und ja, im Endeffekt ist mir das alles auch bis jetzt sehr neu, also dieses storybasierende Gameplay auf dem PC. Sowas habe ich vorher bis jetzt noch nicht gemacht. Aber ich finde das auf jeden Fall sehr cool. So, und damit hätten wir dieses Kapitel auch abgeschlossen. Sehr schön. Ja, den Fortschritt möchte ich speichern. So, und dann gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Scheiße, Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Sieht ja schon mal sehr einladend aus hier, auch mit dem Nebel. So. Erstmal gucken, was wir denn jetzt alles Neues im Shop kriegen können. So, erstmal einmal Energie bitte. Oh, sieht auf jeden Fall sehr einladend aus. Finde ich sehr schön. Okay. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Sehr einladend. Nochmal speichern, denn ich habe keine Lust, wieder die Zugfahrt mitzumachen. Und wir haben ja gerade ein Medikit gekauft. Oh, super. Erstmal nachladen. Ja. Schnauze. Ja. So viel dazu würde ich mal sagen.
Haben wir keine? Ja, schon. Ja, auf jeden Fall sieht das Ganze hier jetzt noch viel einladender aus wie vorher, finde ich. Interessant. Was ist so? Oh, was zum Kuckuck? Oh. Da wir keinerlei muss ich mal gucken, Impuls ist ja. Davon. Hoffen wir mal jetzt, dass das schief geht. Denn das schien mir bis jetzt am effektivsten.
Was? Anscheinend besiegt, das finde ich schon mal sehr schön. Dadurch gehe ich jetzt hin. Und speichere den ganzen Kram mal neu. Verkaufe die Sachen wieder, denn ich brauche sie da nicht. Was ich gebrauchen kann. Wow, das war aber knapp. Nur noch ein. Ja, wieder verkaufen. Und verwende das ganze Geld für Plasma-Energie-Dinger. Puh, endlich. Hat ja lange genug genervt. Okay. Okay. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Dr. Chalice Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine Gewebe-Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Was haben Sie damit vor?
Scheint mir ein netter Mann zu sein. Bitte warten. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Was machen Sie? Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen Sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten. Wir haben sie aufhören zu laufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Boah. Super. Bedeutet. Es kommt. Bete.
Was für ein Gegner. Thank you.
auch nicht durch. Also wir haben uns gerade Freunde gemacht. Nein, nicht schon wieder du. Super. Super, kein Checkpoint, kaum noch. Ah, sehr schön, wie ich sowas liebe. Nein, da komme ich also auch nicht mehr lang. Ups, was sollte ich mir fürs nächste Mal machen? Ich das hasse. Ach, Leute. Und da sind wir wieder fertig.
Mal gucken. Ne, die steht einfach nur da. Ein bisschen blöd gemacht, dass ich durch die durchschlagen kann. Endlich speichern. Mein Gott, war das bis jetzt der Horror. Ich bin froh, dass ich da jetzt einigermaßen durchgekommen bin. Und da ist auch die nächste Sache, die wir einsammeln können. Ich denke mal, dass das Munition war. Was wo jetzt hin? Ah, da. Endlich. Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kyle würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt, als ob das jetzt doch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen, nur dass Amelia Kyle schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig. Geduld. Deine Zeit kommt. Sehr bald. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle. In Gottes Plan empfangen Sie Ihren Untergang. Was soll der Dienstalter-System auf der Krankenstation? Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Heute wird gestorben. Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kyle würde das sicher missfallen. Aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt, als ob das jetzt doch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen. Nur dass Amelia Kyle schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig. Geduld. Deine Zeit kommt. Sehr bald. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle. In Gottes Plan empfangen Sie Ihren Untergang. Was soll der Dienstalter-System auf der Krankenstation? Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit.
Oh, super. Reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kein würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt, als ob das jetzt doch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen. Nur dass Amelia Kein schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig. Geduld. Deine Zeit kommt. Sehr bald. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle. In Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf den gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Gehen Sie jetzt zurück zum Chemielabor. Was auch immer Sie vorhaben, machen Sie es schnell. Kann Ihr Trink kaum atmen? Ich kann Sie kaum noch hören, Hammond. Ich versuche mal den anderen Kanal. Mist. Ich habe sein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen diese Mischung. Mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an lief die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan.
Das die kleinen Viecher. So, wir haben ja noch einen Knotenpunkt. Wir nicht mehr rein. Ja, ich denke, ich gehe jetzt mal zurück, werde speichern und dann war's das für heute von Dead Space. War schon aufregend genug. Ich habe auf jeden Fall Herzrasen ohne Ende gehabt und muss sagen, mein Gott, war das schwierig. Ich hoffe, es kommen nicht nochmal solche Stellen. Ich habe keine Lust, weiter so zu verrecken. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen guten Abend.